Es war schon spät am Abend, als Randy Ritter, sein japanischer Freund Turbo und seine Freundin Ela aus dem Kino kamen. Sie schwangen sich auf ihre Fahrräder, um so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Doch als sie eine Abkürzung durch eine Seitengasse nahmen, wurde ihnen klar, dass sie gar so pünktlich nicht sein würden. Sie hörten das Heulen einer Alarmanlage. Da wird eingebrochen. Ja, in dem Antiquitätenladen. Das ist doch Christine Bergers Laden. Da hilft meine Mutter manchmal aus. Die Einbrecher, sie kommen heraus. Ja, sie tragen Masken. Zwei Männer. Los, die schnappen wir uns. Platz da, los, lasst uns durch. Hey, haut doch bloß ab, ja? Aus dem Weg, schert euch zum Teufel. Mann, halte dich doch bloß nicht mit denen auf, Gurke. Wir müssen weg, die Bullen kommen. Du hast recht. Randy, hilf mir. Turbo, halt, hilf mir doch. Endlich, die Polizei. Da fahren sie, Herr Wachtmeister. In der Gänsegasse, die Einbrecher türmen. Sie können sie noch einholen. Ja. Sie sind dort entlang, in einem roten Polo. Es waren zwei Männer. Wir haben versucht, sie festzuhalten. Sie haben in dem Antiquitätenladengeschäft von Frau Berger eingebrochen. Ja. Wir kennen Frau Berger. Meine Mutter hilft hin und wieder in dem Geschäft aus. Zwei Unbekannte. Eure Personalien. Aber Herr Wachtmeister, Sie glauben doch nicht, dass wir eingebrochen haben. Es waren die beiden Männer, die eben weggefahren sind. Ich glaube gar nichts. Die Personalien. Aber wir waren nur Zeugen. Es ist nicht meine Aufgabe, das herauszufinden. Das machen die Kollegen von der Kripo. Also? Oh, es waren zwei Männer. Der eine wurde Gurke genannt. Ja, ja, schon gut. Dazu kommen wir gleich. Gebt meinem Kollegen eure Namen und Adressen auf. Da kommt er schon. Einen der Einbrecher haben wir. Ein Mädchen. Reni, das ist Reni Schneider. Die gehört doch nicht dazu. Nein. Die doch nicht. Hallo Reni, wir können bezeugen, dass du nichts damit zu tun hast. Dann erklärt mir mal, warum sie eine Maske in der Hand hatte, als ich sie erwischt habe. Stand da drüben, die beiden Männer rannten an mir vorbei. Einer warf die Maske weg. Sie wäre mir an den Kopf geflogen, wenn ich sie nicht aufgefangen hätte. Echt, Herr Wachtmeister, das ist die Wahrheit. Ja, 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 es ist immer das Gleiche. Wie die Raben klauen, sogar einbrechen. Aber wenn man erwischt wird, dann bricht das heulende Elend aus. Ja. Erich, ich gehe in den Laden und stelle die Alarmanlage aus, ja? Nimm du die Personalien auf. Ja, ist okay, Werner. Sie versuchen ja gar nicht erst dem Polo zu folgen. Und verdächtigen Reni und uns. Ich glaube, ich spinne. Die Polizisten stellten die Alarmanlage ab und wendeten sich Randy, Ela und Turbo und der blonden Reni Schneider zu, einer Schulfreundin des Trios. Sie ließen sich die Personalien geben und schrieben auf, was die drei auszusagen hatten. Viel war das allerdings nicht. Es war ja alles so schnell gegangen. Die Täter konnten sie wegen der Maske nur sehr ungenau beschreiben. Randy, Ela und Turbo durften danach gehen. Reni Schneider aber musste zu einem eingehenden Verhör ins Präsidium. Als das Trio noch etwas unschlüssig auf der Straße stand, hielt ein Auto neben ihnen. Das ist Christine Berger. Ihr gehört das Geschäft. Ja, ich habe sie mal bei euch im Schloss gesehen. Nein, Frau Berger. Randy, du bist noch so spät in der Stadt? Die Polizei hat mich angerufen. Bei mir ist eingebrochen worden. Ja, das wissen wir. Und die Polizei scheint zu glauben, dass wir daran beteiligt waren. Dabei sind wir nur zufällig hier vorbeigekommen. Wir hörten, wie die Alarmanlage losging und dann kamen die beiden Männer auch schon raus. Sie waren maskiert. Ja, sie hatten ihre Beute in zwei großen Säcken. Damit sind sie getürmt. Einer von ihnen hat seine Maske weggeworfen. Es war eine goldene Maske. Ja, so eine Plastikmaske in einem Goldturm. Ja. So, so. Entschuldigt mich, ich muss mit den Polizisten reden.
Natürlich. Wir wollen sie nicht aufhalten. Eine goldene Maske? Und die haben Sie, Herr Wachtmeister? Ja, wir haben sie einem jungen Mädchen abgenommen. Ist noch nicht einmal 16. Die goldene Maske. Diese Herren legen offenbar Wert darauf, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Ja, so sieht es aus. Die Zeitungen werden wieder über sie schreiben. Sie scheinen das zu mögen. Jetzt ist der Groschen gefallen. Kann mir jemand sagen, wovon überhaupt die Rede ist? Aber Ela, liest du keine Zeitung? In den letzten Wochen ist bei vielen Antiquitäten und Juweliergeschäften eingebrochen worden. Einige dieser Geschäfte waren mit Videokameras ausgerüstet. Sie haben jeweils 2 Einbrecher aufgenommen, die goldene Masken trugen. Ja, diese Plastikdinger, die man über den ganzen Kopf zieht. Und wir hätten diese Ganoven beinahe erwischt. Und Reni? Glaubt ihr, dass die damit zu tun hat? Ach, Reni doch nicht. Du kennst sie doch. Reni ist in Ordnung. Dumm ist nur, dass sie sich mit diesem Oliver abgibt. Der taugt nichts. Aber wenn sie sagt, dass sie die Maske unwillkürlich aufgefangen hat, als der Kerl sie ihr an den Kopf warf, dann ist das auch so. Na, hoffentlich sind wir nicht die Einzigen, die ihr das glauben. Am nächsten Morgen kam Ela mit ihrem Rauhaardackel Biene zum Schloss herüber. Sie hatte Randy und Turbo kaum begrüßt, als ein weißer Volvo herankam und vor dem Schloss hielt. Aber Bienchen, beruhige dich. Das ist Frau Berger. Die kennen wir doch. Guten Morgen, Frau Berger. Guten Morgen, ihr drei. Guten Morgen. Gibt es schon Hinweise auf die Täter? Leider nein. So schnell geht das nicht. Ist deine Mutter da, Randy? Ja, sie ist in der Halle. Kommen Sie, wir bringen sie hin. Das ist nett, Randy. Ist viel gestohlen worden? Ja, vor allem sehr wertvolle Sachen. Eine besonders kostbare Madonna, alter Schmuck und einige Vasen. Die haben genau gewusst, was sich lohnt. Woher denn? Glauben Sie, dass die Täter einen Tipp bekommen haben? Tja, jeder konnte sich die Sachen zur Geschäftszeit ansehen. Für mich ist es wichtig, dass ich diese Sachen zurückbekomme. Es waren alles Unikate. Werke, die es nur einmal gibt. Aber sowas wird man doch nicht so schnell los. Wo können Sie die denn hinbringen? Oh, leider gibt es genügend Hehler, die solche Dinge ankaufen. Oft genug werden Kunstwerke ganz gezielt auf Bestellung eines Hehlers gestohlen. Ach, so ist das. Und die Versicherung? Himmel, ich muss mich beeilen. Deswegen bin ich ja hier. Ich wollte deine Mutter bitten, mich in den nächsten Tagen im Geschäft zu vertreten. Ja, weil ich so viel mit der Versicherung zu tun habe. Ja, das wird sie sicherlich gerne machen. Die Kripo hat mich immer wieder gefragt, ob es nicht deine Mutter sein könnte, die den Einbrechern Tipps gegeben hat. Aber das ist lächerlich, einfach lächerlich. Das habe ich diesem Beamten auch gesagt. Meine Mutter? Sowas würde sie nie tun, unter gar keinen Umständen. Hallo Mama, du hast Besuch. Hallo Marion. Christine, komm rein. Du meine Güte, ist die hektisch. Ja, das ist sie immer. Immer unter Dampf und ungemein tüchtig. Gerade war Christine Berger ins Schloss gegangen, als Reni Schneider kam. Das weizenblonde Mädchen sah verweint aus. Ihre Füße schlurften über den Boden. Sie wirkte völlig geschafft. Hey, guck mal, da kommt Reni. Wie sieht die denn aus? Die ist ja völlig down. Oh, total verheult. Wie eine Sahnschnitte im Regen. Torbo, bitte. Zieh sie nicht auch noch auf. Kannst du dir nicht vorstellen, was passiert ist? Nee, eigentlich nicht. Aber das werden wir ja gleich erfahren. Hallo, Reni. Hallo. Reni, was ist los? Ach, das wisst ihr doch. Die Polizei glaubt, dass ich mit den Einbrechern mit den goldenen Masken was zu tun habe. Und? Hast du? Du bist gemein, Turbo. Natürlich nicht. Man hat dich verhört? Ja, ein Kommissar Hartmann. Ich glaube, dass hinter den goldenen Masken eine Bande von jugendlichen Einbrechern steckt. Kommissar Hartmann? Den kennen wir gut, Reni. Wir werden mit ihm reden. Ach, er kann hier nichts dafür. Er sagt, dass er mir glaubt. Aber er müsste mich so verhören, weil er sonst Ärger mit dem Staatsanwalt kriegt. Ja. Ist ja auch nicht so schlimm. Nein, was ist denn dann schlimm? Meine Eltern, sie glauben mir nicht. Und Oliver, er ist so gemein, wenn ich ihn nun mal nicht mehr mag. Ich denke, Oliver ist dein Freund? Das ist echt vorbei. Endgültig, ich hasse ihn. Das ist ja ganz neu. Habt ihr euch verzankt? Was hat er denn getan? Er hat rumtelefoniert und allen aus meiner Klasse erzählt, dass ich verdächtig werde, zur goldenen Maske zu gehören. Was? Er hat gesagt, es müsste schon was dran sein. Sonst wird die Polizei mich nicht verhaften. Und alles bloß, weil ich nicht mit ihm in die Disco wollte. Echt mies ist das. Oh, so eine Gemeinheit. Sie hat dich ja gar nicht verhaftet, sondern nur verhört. Jetzt glauben alle in der Schule, dass ich eine Einbrecherin bin. Sogar Frau Dr. Ebler. Sie hat mit meinem Vater telefoniert.
Sie sagt, dass ich vom Gymnasium verwiesen werde, wenn sich der Verdacht bewahrheitet. Die Ebeler? Das hätte ich nicht gedacht. Sie gehen schon, Frau Berger? Ja, ich muss. Die Leute von der Versicherung warten auf mich. Wir sehen uns sicher noch. Tschüss, Frau Berger. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Hätte ich doch bloß diese blöde Maske nicht aufgefahren. Du hast es nun mal getan, Reni. Das ist nicht zu ändern. Aber vielleicht können wir dir helfen. Ihr? Wie denn? Wir könnten uns ja mal ein bisschen umhören. Vielleicht finden wir heraus, wer hinter der goldenen Maske steckt. Ja, aber das versuchen andere auch. Ist dir irgendetwas aufgefallen, was du den Bullen noch nicht gesagt hast? Ich habe der Kripo alles gesagt, was ich weiß. Na, Reni, alles? Du hast denen bestimmt nichts von dem gesagt, was dich belasten könnte. Was mich belasten könnte? Mich belastet nichts, weil ich echt nichts getan habe. Bitte, Reni, wir wollen dir helfen. Aber das können wir nur, wenn du uns ein paar Infos gibst und wenn du uns vor allem vertraust. Siehst du, die Maske belastet dich ja auch, obwohl du unschuldig bist. Ja, also da ist was. Was ist es? Bitte sag es uns, Reni. Die Autonummer von dem Polo, mit dem die Einbrecher geflohen sind. Die Autonummer? Wie lautet die? Ich weiß nur die Buchstaben. R.E. von Rehmagen und dann N.I. Reni. Ich weiß, es ist blöd, aber ich hatte Angst, dass die Polizei einen Zusammenhang sieht. Da ist keiner und den würden Sie auch nicht sehen. Und sonst? Der Aufkleber. Das hätte ich beinahe vergessen. Da war ein Aufkleber am Polo. Deshalb bin ich ja überhaupt erst hingegangen zu dem Wagen. Was für ein Aufkleber? Reni, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ich dachte, ich hätte den Polo schon mal irgendwo gesehen. Na? Der Aufkleber war mir aufgefallen. Ich war nämlich im vorigen Jahr mit meinen Eltern in Amerika. Sie haben Wale beobachtet. Tatsächlich? Ist ja irre. Wo denn? In Bahia, California. Das war echt stark. Von da habe ich einen Aufkleber mitgebracht. Whale Watch. Wale beobachten. Na, so ein Aufkleber war in dem Polo? Ich glaube ja. Ganz sicher weiß ich es nicht. Ich ging gerade auf den Polo zu, um ihn mir anzusehen. Da heulte der Alarm los und die Einbrecher kamen heraus. Du sagst, du hast den Wagen schon mal irgendwo gesehen. Wo war das? Das weiß ich eben nicht. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Helft ihr mir? Ehrlich, Reni, wir möchten dir sehr gerne helfen. Aber wir haben buchstäblich nichts in der Hand. Ich habe keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Ich habe eine Idee. Wir machen eine Schneeballschlacht. Was? Eine Schneeballschlacht? Turbo, sollte dir entgangen sein, dass wir Hochsommer haben? Ich meine doch nicht wirklich. Passt auf. Wir rufen alle an, die wir kennen, und fragen sie, ob sie diesen Polo gesehen haben. Und wir bitten sie, alle Freunde anzurufen, die sie haben, und bei ihnen nach dem Polo zu fragen. Ach so, jetzt hab ich's. Du meinst, wir machen eine Telefonkette nach dem Schneeballsystem? Ja, genau. Das habe ich doch gesagt. Du hast von einer Schneeballschlacht gesprochen. Nun sei doch nicht so pingelig. Wichtig ist doch nur, dass du es kapiert hast. Na, wie findet ihr meine Idee? Ausgezeichnet. Wenn alle ihre Freunde und Bekannte anrufen und die wiederum ihre Freunde und Bekannte, dann wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass wir den Polo finden. Ja. Worauf warten wir denn noch? Lasst uns reingehen und anfangen. Ja. Der Vorschlag war gut. Reni und das Schloss-Trio setzten die Telefonkette in Gang und fragten nach dem roten Polo. In den folgenden Stunden klingelten Tausende von Telefonen in der Stadt. Doch ein Erfolg wollte sich nicht einstellen. Der Tag verging und niemand schien den Polo zu kennen. Reni war enttäuscht. Sie wollte nach Hause gehen. Und auch das Schloss-Trio glaubte nicht mehr an einen Erfolg. Doch dann klingelte wieder das Telefon. Randy Ritter? Hier ist Knut. Ja, wirklich? Welcher Knut denn? Knut Breitenbach. Ich habe gehört, du suchst einen roten Polo mit einer Rehmagener Nummer und einen Aufkleber von Whale Watch. Ja, Knut, und wie wir den Polo suchen? Hast du ihn gesehen? Oder weißt du, wo die Leute wohnen, denen er gehört? Das wäre nämlich noch viel wichtiger. Hat jemand den Polo gesehen? Randy, sag doch was. Leise, Reni, bitte. Bist du noch da, Knut? Weißt du, wo die Leute wohnen? Ja, das weiß ich. Uns gegenüber. Sie stehen gerade auf dem Balkon. Den einen nennen wir immer Gurke, weil er so aussieht. Knut, das ist ja toll. Gib mir deine Adresse, bitte. Reni und das Schloss-Trio waren vor Freude ganz aus dem Häuschen. Endlich ein Erfolg. Randy legte seiner Mutter eine Nachricht hin und rannte mit seinen Freunden aus dem Schloss. Er gab Reni das Rad seiner Mutter und dann ging es los.
Kaum eine halbe Stunde später hatten sie die angegebene Adresse erreicht. Tatsächlich, da stand der Polo. Ein Stückchen weiter spielte ein blonder Junge mit einem Ball. Hallo, bist du Knut? Ja, bin ich. Ich habe auf euch gewartet. Ist das der Polo? Ja, das ist er. Das hast du gut gemacht. Knut, komm jetzt endlich rauf. Ja, Mama, ich komme. Oha, es wird Zeit für dich. Sagst du uns doch schnell, wo die Leute wohnen? Da oben, wo der Mann auf dem Balkon steht. Im zweiten Stock? Ist das Gurke? Der doch nicht. Das ist der andere. Danke, Knut. Nun aber los, sonst gibt es Mucho Carajo mit deiner Mama. Hier, wir haben dir etwas Schokolade mitgebracht, weil du uns geholfen hast. Die darf ich nicht annehmen, sagt meine Mami. Ich muss jetzt los. Tschüss. Tschüss. Mach's gut, Knut. Tschüss. Ein wirklich netter Junge. Ja. Ist er. Aber kommt, wir wollen uns den Polo ansehen. Unauffällig, wenn es geht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Gurke und Co. merken, dass wir ihnen auf der Spur sind. In der Zwischenzeit war Randys Mutter nach Hause gekommen. Während sie noch seine Nachricht las, klingelte es an der Haustür. Sie öffnete. Überrascht blickte sie den späten Besucher an. Kommissar Hartmann, Sie? Nein, Frau Ritter. Darf ich reinkommen? Gern. Ich hoffe, es ist nicht dienstlich. Ja, kommen Sie doch bitte rein. Ich kam gerade hier vorbei und wollte mal reinschauen. Wissen Sie, wo Randy ist? Randy? Ja, er hat mir eine Notiz hinterlassen. Er ist nochmal in die Stadt gefahren. Warum? Ja, wir sind einen großen Schritt weitergekommen bei der Fahndung nach der Einbrecherbande, die sich die Goldene Maske nennt. Wir wissen, dass ein Mann dazugehört, der den Spitznamen Gurke trägt. Dann glauben Sie also nicht mehr, dass ich diesen Leuten Tipps gegeben habe? Ach, das habe ich nie geglaubt, Frau Ritter. Aber darum geht's jetzt nicht, sondern um diesen Gurke. Was ist mit ihm? Er ist ein Berufsverbrecher. Ein überaus gefährlicher und gewalttätiger Mann. Ist er wirklich so schlimm? Das ist er. Dieser Mann dreht vor allem immer dann völlig durch, wenn sich ihm eine Frau oder ein Mädchen in den Weg stellt. Wir sind schon einmal aneinander geraten, als Sie bei dem Einbruch hinzukamen. Ja, aber da waren Gurke und sein Partner auf der Flucht. Sie wollten so schnell wie möglich weg, glücklicherweise. Ich weiß, dass Ela eine ausgezeichnete Judokämpferin ist, aber gerade das könnte ihr zum Verhängnis werden. Ich würde mir wirklich große Sorgen machen, wenn ich nicht ganz sicher wäre, dass die drei zurzeit viel zu sehr mit so einem Telefonspiel beschäftigt sind. Tatsächlich? Ja, du meine Güte, den ganzen Tag über haben sie das Telefon blockiert. Aber mit der goldenen Maske wird das wohl nichts zu tun gehabt haben. Das will ich hoffen. Es ist jetzt 7:30. Bitte rufen Sie mich an, wenn Randy, Ela und Turbo nicht bis 10 Uhr zurück sind, ja? Ja, natürlich, das mache ich, Herr Kommissar. Aber ich bin ganz sicher, dass Sie jede Minute kommen werden. Randy, Ela, Turbo und Reni waren am Ziel. Sie brauchten nur noch bei der Polizei anzurufen und zu sagen, wo der Polo stand. Das hätte genügt und ganz sicher zur Verhaftung der Einbrecher geführt. Aber sie wollten noch mehr. Sie wollten der Polizei wenigstens einen Namen nennen können. Deshalb beschlossen sie, ins Haus zu gehen und nachzusehen, welcher Name an der Tür der Wohnung im zweiten Stock stand. Das finde ich echt stark. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell Erfolg haben. Mal sehen, welcher Name an der Haustür bei den Klingeln steht. Ja, bestimmt nicht Gurke. Welche Klingel ist es denn? Wartet mal. Zweiter Stock rechts. Das muss diese hier sein. Da steht überhaupt kein Name. Ich glaube, jemand kommt heraus. Passt auf, dass die Tür nicht hinter ihm zufällt. Was für ein schöner Mann. Ja, geschniegelt und gelackt. Und von einer Duftwolke umgeben wie eine ganze Parfümerie. Los, kommt rein. Bewundert Turbo und mich, da habt ihr mehr davon. Ja. Dass ich nicht kichere. Dein Gesicht kann doch nur eine Mutter lieben. Ein Möpschen, hüte deine Zunge. Hey, wenn du noch einmal Möpschen zu mir sagst, Randolf, dann kannst du was erleben. Ah, er sieht
sieht ja echt wie eine Gurke aus. Sie wollen verschwinden. Mensch, Kalle, das sind sie! Was ist denn nun los? Jetzt schnüffelt ihr schon im Haus rum. Wieso? Wir wollen zu einem Freund. Er wohnt im vierten Stock. Das reicht jetzt! Knall ihm eine! Au, was fällt Ihnen ein? Los, rein in die Wohnung mit Ihnen, schnell! Die haben wir. Und verhaltet euch ja friedlich, sonst zeigen wir euch, dass wir auch anders können. Wir könnten zum Beispiel... Nein, nicht, bitte nicht. Ich glaube, dass es auch ohne Messer geht. Oh, schade. Natürlich, wir wollen ja nichts von Ihnen. Kein Bock auf Mucho Carajo. Nein. Also gut, setzt euch auf die Stühle. Wir werden euch mit Klebeband fesseln und dann verschwinden. Na, ihr werdet schon einige Zeit brauchen, um euch zu befreien. Aber dann sind wir schon längst weg. Wir wollen keine Schwierigkeiten. Es liegt ganz an euch, ob ihr heil und gesund hier herauskommt, hä? Ja, ich kann euch nur raten, vernünftig zu sein. Mein Freund ist sehr jähzornig. Er wartet nur darauf, dass ihr Zoff macht. Die beiden Einbrecher fesselten erst Randy und Turbo und dann die beiden Mädchen mit Klebeband an die Stühle und legten ihnen schließlich sogar Knebel an. Dann schleppten sie einige Koffer aus der Wohnung und verschwanden mit ihrem roten Polo. Oh, ich habe es gleich geschafft. Sie hat mir die linke Hand nur leicht gefesselt, damit ich mich befreien kann. Hey, das ist ja ein ganz neues Gefühl für mich, wenn ich reden kann und ihr mir zuhören müsst. So, jetzt. Ja, ja, Randolph, du möchtest mich mal wieder unterbrechen. Dabei hätte ich noch so viel zu sagen. Vielleicht über das Thema, wie ich mich nett und höflich jungen Damen gegenüber verhalte. Es könnte dir wirklich nicht schaden, einiges in dieser Hinsicht zu lernen. Na, ich will mal nicht so sein. Endlich, danke. Du hättest dich ruhig ein wenig beeilen können. Du wolltest wohl, dass ich ersticke. Sowas fällt unter das Thema bösartige Folter an Verbündeten. Das ist ja mal wieder typisch. Ich hätte dir den Knebel überhaupt nicht abnehmen sollen. Was meinst du, Reni? Du hast wirklich Nerven. Es ist mir ein dickes Fell. Oh, danke, Ela. Das war sehr nett von dir. Da seht ihr es. Endlich mal einer, der höflich zu mir ist. Warum hast du eigentlich mir zuletzt den Knebel abgenommen? Ich bin doch in Wirklichkeit der Einzige, der hier ab und zu mal etwas Vernünftiges von sich gibt. Oh mein Gott, ich sollte euch einen Knebel wieder anlegen. Möpschen. Aber das werde ich nicht tun. Dafür. Hey, Ela, wo willst du hin? Zur nächsten Telefonzelle und dann nach Haus. Zur Telefonzelle? Was soll das denn? Lassen? Hey, wir sind doch hier. Ich rufe die Polizei an und melde, dass in dieser Wohnung 3 Jugendliche gefangen gehalten werden. Ich werde die Bullen davor warnen, dass diese Jugendlichen eine besonders freche Klappe haben. Oh, Ela, das darf doch nicht wahr sein. Sei bloß nicht so empfindlich. Befrei uns bitte. Hat jemand bitte gesagt? Ja, das war ich. Natürlich, Reni. Von diesen beiden Scheichen ist ja sowas auch nicht zu erwarten. Natürlich dachte Ela gar nicht daran, ihre Freunde allein zu lassen. Sie wollte sie nur ein wenig necken. Sie befreite sie von den Fesseln, um dann mit ihnen zusammen die Wohnung zu durchsuchen. Es waren nur wenige Möbel darin. Kalle und Gurke hatten sie offenbar nur als vorübergehenden Unterschlupf benutzt. Ob Gurke und Kalle ins Ausland verschwinden wollten? Durchaus möglich. Gurke, was für ein Name. Na, ich meine, er sieht so aus, dieser vorgestreckte Kopf, die hängenden Schultern, die nach innen gestellten Füße und dann dieses müde, schlaffe Gesicht. Der Name passt wie die Faust aufs Auge. Seht mal hier, eine Zeichnung. Tatsächlich. Aber was soll das darstellen? 7 verschiedene Gebäude. In einem ist ein Kreuz. Das ist offenbar der Punkt, auf den es ankommt. Aber das hier könnte eine Straße sein. Ob das der Rhein ist? Ja, vielleicht, Reni. Eigenartig. 2 der Gebäude sind miteinander verbunden. Durch einen Gang oder eine Brücke. Und dieses Haus ist rund. Na, ich kann mir nicht vorstellen, was das sein soll. Wir müssen einen Stadtplan haben, damit wir vergleichen können. Wir sind vorhin an einem Stadtplan vorbeigefahren. Er war an einer Bushaltestelle in einem Schaukasten ausgehängt. Nicht weit von hier. Gut beobachtet, Reni. Ja. Also nichts wie hin. Es war ein großer und übersichtlicher Stadtplan, der glücklicherweise von einer Straßenlaterne sehr gut beleuchtet war.
Die Zeichnung war grob gemacht und vermutlich auch ungenau. Das erschwerte die Suche. Doch die vier gaben nicht auf. Sie suchten die Rheinufer auf dem Plan systematisch ab. Wenn wir es nicht bald finden, müssen wir morgen weitermachen. Es wird zu spät. Ja, es ist schon nach 9. Das gibt mucho Carajo zu Hause, wie? Das ist das Einzige, was sicher ist. Hier, das könnte es sein. Hast du was gefunden? Wo? Hier, hier, seht euch das an. Hier sind 7 größere Gebäude eingezeichnet. Mhm. So ähnlich wie auf unserem Plan, direkt am Rhein. Tatsächlich, das ist die Zementfabrik. Sie ist stillgelegt. Eine Zementfabrik? Was kann denn das zu bedeuten haben? Glaubt ihr, dass die Ganoven da einbrechen wollen? Einbrechen bestimmt nicht, Reni. Mhm. Es könnte ein Schlupfwinkel sein oder ein Treffpunkt. Richtig. In Wirklichkeit treffen sich Gurke und Kalle da mit ihrem Boss. In Wirklichkeit? Du meinst wahrscheinlich. Ist ja egal. Du weißt ja, was ich meine. Jedenfalls gibt es jemanden, der ihnen genau sagt, was sie klauen sollen. Du hast es mal wieder erfasst, Turbo. Wir müssen zur Zementfabrik. Wenn sie sich dort mit ihrem Boss treffen, lassen wir die ganze Bande auffliegen. Ist es nicht zu weit bis dorthin? Ach was, Reni. Wenn wir kräftig in die Pedale treten, sind wir in einer halben Stunde dort. Ja. Sie schafften es tatsächlich in einer halben Stunde. Düster und verlassen lag die Zementfabrik vor ihnen. Jetzt wurden sie unsicher. Sie hatten den Eindruck, dass hier schon seit Ewigkeiten niemand mehr gewesen war. Nein, irres Versteck. Was ist? Warum steigst du ab? Na, weil ich meine, dass uns die Räder behindern. Wir sollten sie abstellen und zu Fuß weitergehen. Ja, das ist besser. Kommt, wir stellen die Räder in diesen Schuppen. Ja. Da sieht man sie nicht so schnell. Was ist denn, Reni? Da drüben steht der Polo, seht ihr? Zwischen dem Tonnenstapel und dem Bauwagen versteckt. Tatsächlich? Ob Gurke und Kalle in der Halle da drüben sind? Ja, wahrscheinlich. Gehen wir auch hin? Klar, deshalb sind wir doch hier. Ja. Aber erst sorgen wir dafür, dass sie nicht so ohne weiteres türmen können. Okay. Wie denn? Willst du die Luft aus den Reifen lassen? Nein, das wäre mir zu einfach. Seht doch mal, da liegt eine Stahltrosse. Ja. Eine Schelle ist auch dran. Das andere Ende ist mit dem Betonpfeiler verbunden. Oh, sei bloß vorsichtig, Randy. Sonst kippst du die Tonnen um. Ach, keine Angst, ich pass auf. Randy, was hast du vor? Ganz schön eng hier. Ach, hätten die Idioten nicht woanders parken können? So, wozu hat denn der Polo diese Öse? Mann, die ist zum Abschleppen da. Ach ja. Gurke und Kalle müssen schon dieses ganze Gebäude wegziehen, wenn sie losfahren wollen. So, fertig. Das Seil ist fest. Hoffentlich sehen sie es nicht. Ach was, es ist schon viel zu dunkel. Los, weiter. Aber leise, sie dürfen uns nicht hören. Ja. Ah, da hinten ist Licht, seht ihr? Unter der Tür ist ein Lichtstreifen. Ah, da müssen sie sein. Leise, leise. Ein kleines Fenster. Vielleicht kann man durchsehen. Das werden wir gleich feststellen. Tatsächlich. Aber sind Kalle und Gurke da? Ja. Sie stehen mit dem Rücken zu uns. Hm. Und noch jemand ist da. Ihr glaubt es nicht. Jemand mit einer goldenen Maske. Was? Der geheimnisvolle Boss von Kalle und Gurke. Ich wusste doch, dass es ihn gibt. Kann man das Fenster nicht ein bisschen aufmachen? Man hört ja gar nichts. Warte, ich versuche es. Sehr vorsichtig. Museen sind immer gut abgesichert. Nicht besser als die meisten Läden. Und wie viel fällt für uns ab? Doppelt so viel wie beim letzten Job. Kommt nicht in Frage. Das ist ein bisschen zu wenig. 10.000 für jeden. 8.000 und keine Mark mehr. Wenn ihr nicht einverstanden seid, suche ich mir andere Leute. Moment, so läuft das nicht. Wir werden hier... Kein Nichts wird weiter, Gurke, oder du fängst eine Kugel ein. Ich bleibe, wo ich bin. Du kannst die Revolver wieder wegnehmen. Ich mach keinen Ärger. Nur, dass du vernünftig bist. Oh, verdammt! Nein! Da ist jemand! Oh nein, ich fass es nicht. Das sind die Bullen. Los, lauf! Lauf, sie sind bewaffnet! Los zu den Fahrrädern und dann nicht sie weg. Sonst machen sie uns fertig. Die vier rannten aus der Halle.
Sie wollten zu ihren Fahrrädern, um rasch zur belebten Hauptstraße zu kommen. Sie glaubten, dass Gurke, Kalle und der geheimnisvolle Anführer mit der goldenen Maske sie verfolgen würden. Doch weit gefehlt. Die drei Verbrecher dachten gar nicht daran. Die hatten nur eins im Sinn. Sie wollten so schnell wie möglich verschwinden. Welches ist mein Rad? Es ist dunkel. Ich kann es nicht sehen. Ist doch egal, Reni. Nimm dir irgendeins. Wir können später immer noch tauschen. Ja. Nein, wartet. Bist du verrückt? Was meinst du, was die Ganoven mit uns machen, wenn sie uns erwischen? Die haben voll die Panik. Sieh doch, Gurke und Kalle laufen zu ihrem Polo. Du dicke Sei. In Wirklichkeit können sie gar nicht fliehen. Nein, ihr Auto hängt am Stahlseil. Da, sie steigen ein. Scheiße. Oh, es wäre besser gewesen, wenn sie jetzt abhauen könnten hier. Können sie aber nicht. Und deshalb müssen wir was tun, bevor die rauskommen aus ihrer Karre und ihre Wut an uns auslassen. Wisst ihr was? Wir blockieren den Wagen mit den Tonnen. Ja. Ein oder zwei Tonnen vor die Tür und die können nicht mehr aussteigen. Eine tolle Idee, Randy. Dann kommen die nicht mal mehr aus dem Fenster raus. Schnell, bevor die merken, was los ist. Das hält sie fest. Hela, du nicht. Nimm dir ein Rad und flieg zur Telefonzelle an der Hauptstraße. Ruf die Polizei. Ist gut, ich bin gleich zurück. Los, kipp die Tonnen. Auf der anderen Seite auch. Schon passiert. Ja. So, die kommen nicht mehr raus. Sie drehen die Fenster runter. Ach, das hilft ihnen auch nichts. Die Fenster kommen sie auch nicht raus. Ich sag dir, fragen Sie nicht. Lass das. Nimm die Tonne weg. Los, nimm sie weg. Wir denken gar nicht dran, Gurke. Ihr bleibt schön im Wagen, bis die Polizei kommt. Ja, macht es euch gemütlich. Es dauert noch ein bisschen. Ich bringe euch um, wenn ich euch erwische. Lass mich sofort raus. Na, warte, warte, komm, Junge, jetzt dreh mal bloß nicht durch. Was hast du vor? Na, nun lasst uns mal vernünftig miteinander reden, ja? Na gut, ihr habt uns reingelegt. Ihr habt euren Spaß gehabt. Aber jetzt lasst uns raus, ja? Genau. Wir denken gar nicht dran. In Wirklichkeit sind wir froh, dass sie da drin stecken. Ja, ja, ist ja schon gut. Es ist alles eine Frage des Preises. Was haltet ihr davon, wenn ich euch 500 Eier dafür gebe? Kalle! Ja, dass wir uns rauslassen. Also, um ehrlich zu sein, davon halten wir überhaupt nichts. Ist euch zu wenig, ja? Na gut, dann sagen wir 1000. Oh, Vorsicht, der Bulle! Oh, der wird überfahren! Seid ihr okay? Oh, meine Knochen sind noch heil. Das war echt knapp. Wenn ich nicht auf die Tonnen gesprungen wäre, hätte dieser Mistkerl mich umgenietet. Mann. Schade, dass er es nicht geschafft hat. Das hätte dich gefreut, was? Aber nun ist es vorbei mit dem Spaß. Die Polizei kommt und ihr seid geliefert. Wachmeister, hier stecken die Ganoven. Sie brauchen sie nur noch zu verhaften. Die Polizisten befreiten Kalle und Gurke aus dem Auto und verhafteten sie. Das Schloss-Trio und Reni blieben, bis den beiden Verbrechern Handschellen angelegt wurden. Als sie gerade aufbrechen wollten, um endlich nach Hause zu fahren, traf Kommissar Hartmann ein. Na, Kommissar Hartmann. Na, Randy, ist alles in Ordnung? Ja, uns ist nichts passiert. Meine Leute haben mich schon über Funk unterrichtet. Ihr habt also gesehen, dass der Anführer der Bande entkommen ist. Es war jemand mit einer goldenen Maske, Herr Kommissar. Wir haben ihn genau gesehen, als er mit Karl und Gurke sprach. Leider hat Turbo dann eine Eisenstange umgestoßen, die an einer Wand lehnte. Es klirrte und... Ja, schon gut. Ich weiß das ja alles. Mich interessiert jetzt nur noch die goldene Maske. Ich möchte schrecklich gern wissen, wer sich dahinter verbirgt. Na, wir auch. Ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht, aber mir ist nichts Besonderes aufgefallen. Wie sah die goldene Maske aus? War es so eine Plastikmaske, wie Kalle und Gurke sie hatten? Nein, ich glaube, sie war aus Metall. Ja, so sah sie aus. Naja, würde ich auch sagen. Wie sah der Mann aus, der die Maske trug? War er groß oder klein? Waren seine Haare zu sehen? Welche Haarfarbe hatte er? Und seine Stimme? Ist da euch nichts aufgefallen? Es tut mir wirklich leid, Herr Hartmann. Ein Scheinwerfer war auf den Mann gerichtet, der nur die goldene Maske erfasste. Alles andere von ihm war im Dunkeln verborgen. Ja, nur als er mit dem Revolver auf Kalle und Gurke zielte, haben wir seine Hände gesehen. Er trug braune Lederhandschuhe. Und die Stimme war elektronisch verzerrt.
Der Mann hat in ein Mikrofon gesprochen, das die Stimme veränderte. Ja, das hörte sich unheimlich an. Und sonst? Na, sonst ist Funkstille. Tut uns leid, wir können Ihnen nicht helfen. Na gut, dann also ab mit euch nach Haus. Und denkt über die goldene Maske nach, ja? Wenn euch was einfällt, ruft mich an. Jederzeit. Am nächsten Tag trafen sich die drei Freunde nach der Schule im Schlosspark. Sie waren unzufrieden mit dem bisherigen Ausgang ihres Abenteuers. War es ihnen doch nicht gelungen, den geheimnisvollen Boss von Kalle und Gurke zu entlarven? Immer wieder fragten sie sich, wer sich hinter der goldenen Maske verbarg und ob sie etwas übersehen haben konnten. Ich bin irgendwie enttäuscht. Na, nicht nur du, das sind wir alle. Gut, dass Reni wenigstens entlastet ist. Kommissar Hartmann weiß jetzt, dass er es nicht mit einer Bande von jugendlichen Einbrechern zu tun hat. Turbo, du hast die beste Beobachtungsgabe von uns drei. Ja. Ist dir nichts aufgefallen, was uns weiterhelfen könnte? Ich denke schon die ganze Zeit daran. Da war etwas. Was denn? Ein Geräusch. Ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Ich möchte das überprüfen. Erst wenn ich das getan habe, sage ich euch, was ich denke. Warum denn so geheimnisvoll? Naja, vielleicht kenne ich den Boss mit der goldenen Maske. Den Boss? Aber noch habe ich keinen Beweis. Lasst uns zu Christine Berger fahren. Zu Christine Berger? Aber was hat die denn damit zu tun? Ihr Geschäft wurde ausgeraubt, aber... Ja, richtig. Und als das geschah, da habe ich das Geräusch zum ersten Mal gehört. Aber das ist mir erst sehr viel später eingefallen. Turbo verriet nicht, was ihm aufgefallen war, und bald gaben Ela und Randy es auf, ihn danach zu fragen. Sie fuhren mit ihren Fahrrädern zu der Villa von Christine Berger. Da diese nicht allzu weit vom Schloss entfernt war, nahm Ela sogar ihren Dackel Biene mit. Ein bisschen Bewegung tat dem Hund gut. Kurz bevor sie die Villa erreichten, rief Turbo von einer Telefonzelle aus bei Kommissar Hartmann an. Er bat ihn, ebenfalls zu der Antiquitätenhändlerin zu kommen. So, da wären wir. Nun bin ich aber gespannt. Ach, nicht weniger. Worum geht es, Turbo? Der Volvo von Frau Berger parkt vor der Garage. Das ist gut. Was meint ihr, ob der Schlüssel steckt? Du willst den Wagen doch wohl nicht klauen. Ach, natürlich nicht. Erinnert ihr euch? Gestern Abend hat der Boss mit der goldenen Maske versucht, uns zu überfahren. Mit einem Volvo. Ja, aber dieser war es ganz sicher nicht. Woher willst du das wissen? Mensch, Turbo, der Wagen gehört Frau Berger. Ja, und? Wer sagt denn, dass hinter der goldenen Maske ein Mann steckt? Der Boss von Kalle und Gurke kann auch eine Frau sein. Das würde diese elektronisch verzerrte Stimme erklären. Sie benutzt sie, damit die beiden Männer es nicht merken. Turbo, wir kennen Frau Berger schon seit vielen Jahren. Deshalb könnte sie in Wirklichkeit trotzdem der geheimnisvolle Boss von Gurke und Kalle sein. Nun hör aber auf, Turbo, das ist doch Blödsinn. Wie willst du denn sowas beweisen? Ich hoffe, dass ich es gleich beweisen kann. Der Schlüssel steckt nämlich und die Fenster sind wie fast immer heruntergekurbelt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Frau Berger fährt immer mit offenen Fenstern, wenn das Wetter gut ist. Turbo, was hast du vor? Warum setzt du dich rein? Willst doch wohl nicht den Wagen klauen. Nein, ich möchte euch was zeigen. Frau Berger verhält sich so wie die meisten Autofahrer, wenn sie ins Auto steigen. Sie legt nicht erst den Sicherheitsgurt an und fährt dann los, sondern sie fährt erst los und legt dann den Gurt an. Das mag nicht besonders klug von ihr sein, aber ein Kapitalverbrechen ist es nicht. In den meisten Autos brennt nur ein rotes Licht und erinnert daran, dass der Gurt angelegt werden muss. Aber wenn ich mich nicht sehr geirrt habe, ertönt bei diesem Wagen ein Signal. Du kennst dich ja erstaunlich gut aus. Na, ich lass mal den Motor an. Mensch, Turbo, das gibt Ärger. Das halte ich im Kopf nicht aus. Das habe ich doch schon mal gehört. Genau das ist es. Dieses Signal ist mir aufgefallen, als im Laden von Frau Berger eingebrochen wurde. Ich hielt das erst nicht für wichtig. Jetzt weiß ich, was es zu bedeuten hatte. Du willst behaupten, dass Christine Berger in einer Seitenstraße geparkt hat, als Kalle und Gurke den Laden ausgeraubt haben, ja? Richtig, Ela. Sie hatte einen Einbruch bei sich selbst machen lassen, um die Polizei zu täuschen. Als sie merkte, dass etwas schief ging, ist sie abgehauen. Mann, Turbo, das haut mich glatt aus den Socken. Ich habe das Signal gehört, als Frau Berger zum Schloss kam, um mit deiner Mutter zu reden, Randy. Aber da wurde mir noch nicht ganz klar, was es bedeutete. Oh Mann, Turbo, jetzt erinnere ich mich. Gestern Abend habe ich es auch gehört. Kurz bevor der Volvo versucht, uns zu überfahren. Ja, stimmt. Das war's, Ela. Das fiel mir heute Morgen im Deutschunterricht ein. Deshalb gab ich auch diese komische Antwort, über die ihr alle so gelacht habt. Ich war mit meinen Gedanken überall, nur nicht beim Unterricht. Da kann man mal sehen, woran du denkst, wenn es um unsere Sprache geht. Kein Wunder, dass du oft alles durcheinander bringst. Ja. Was hat das zu bedeuten? Was treibt ihr hier? Wir haben gerade herausgefunden, wer sich hinter der goldenen Maske verbirgt, Frau Berger.
Ach ja? Und was hat das mit meinem Wagen zu tun? Würdest du bitte aussteigen, Turbo? Ja, natürlich. Gib mir den Schlüssel. Nein. Du weigerst dich? Das ist ja unerhört. Gib mir sofort den Schlüssel. Moment. Frau Berger, wir wissen jetzt, dass Sie gestern Abend versucht haben, uns zu überfahren. Sie erinnern sich? Auf dem Gelände der Zementfabrik. Randy, wie kannst du so etwas behaupten? Es hat keinen Sinn, dass Sie leugnen. Die goldene Maske hat ausgespielt. Die Polizei ist bereits hierher unterwegs. Ich bin sicher, dass sie die goldene Maske im Haus finden wird. Vielleicht liegt sie auch im Kofferraum. Nein, nicht! Lass den Kofferraum zu! Die goldene Maske. Hab ich doch gesagt. Da ist sie. Tatsächlich. Frau Berger, Sie waren die Chefin der Einbrecherbande. Nein, das ist nicht wahr. Es ist alles ein Irrtum. Diese Maske ist... Matake Hartmann, wir haben Ihnen eine Menge zu erzählen. Es hat keinen Sinn, Frau Berger. Die Polizei wird die Reifen untersuchen. Sie wird Spuren von Zementstaub finden. Sie wird Ihnen klipp und klar beweisen, dass Sie dort waren und versucht haben, uns zu töten. Oh, mich kriegt ihr nicht. Her mit dem Schlüssel! Zu spät, Frau Berger, es ist aus! Gut gemacht, Ela. Und dann... Turbo, wirst du mir jetzt endlich erklären, was hier los ist? Wer ist die goldene Maske? Habe ich das noch nicht gesagt, Herr Kommissar? Frau Berger ist es. Und das kann ich auch beweisen. Mit einem Geräusch. Als wir an dem Abend hinzukamen, als das Geschäft von Frau Berger überfallen wurde, haben wir dieses Geräusch zum ersten Mal gehört.